Guten Tag allerseits. Herzlich willkommen in der Kochsendung «Miteinander kochen» von der Migros Wallis. Als Produkt aus der Region haben wir heute viele von der Lachs-Regenbogenforelle und vorstellen tut uns das der Christoph Gohanda. Er ist Direktor von der Fischzucht in Junna. Guten Tag. Was braucht es, bis so ein Filet auf den Tisch kommt? Wie lange dauert die Zucht von der Forelle? Es braucht rund 18 Monate. So lang? Ich habe gedacht, das ginge schneller. In was für Wasser tut man die Forelle züchten? Die Qualität des Fisch kommt stark vom Wasser ab. In unserer Fischzucht kommt das Wasser direkt aus einer Quelle. Die hat das ganze Jahr durch eine konstante Temperatur zwischen 5 und 10 Grad. Also ist das Fleisch von der Forelle fester und lustiger. Ist das nicht in allen Fischzuchten so? Nein, eine Zucht, die mit Flusswasser arbeitet, produziert eine andere Qualität und die Fische haben einen anderen Geschmack. Merci für die Angabe, Christoph. Jetzt gehen wir schauen, was der Philipp, unser 18-monatige Forelle, macht. Hallo Philipp. Salut Anna. Was schlägst du heute vor? Heute gibt es Forellenfilet an einer Butter-Vanille-Sauce. Oh, das klingt exotisch. Und womit fangen wir an? Zuerst würzen wir die Forellenfilet. Okay, das ist gut. Aber das gehört bitte nicht in die Hütte einreiben. Das wäre vergebt nicht mehr. Ich verstehe. Ich hätte wahrscheinlich beide Seiten gewürzt. Wir brauchen Salz und ein bisschen Pfeffer aus der Mille. Nichts anderes? Nein, das reicht. Und wie geht es weiter? Mit etwas L und einem Stück Butter. Das ist aber viel Fett. Der spritzt zu weniger und es gibt noch mehr Gust. Wirklich, es spritzt und zerquillt weniger. Ja, und der Butter verfeinert der Fisch. Voilà. Und wenn es warm genug ist, so schieben wir die Filet an den Rand. Das wieder wegen dem Spritzen. Und immer auf der gleichen Seite? Immer auf der Fleischseite und nie da, wo die Hütte ist. Und was passiert, wenn ich es umgekehrt mache? Dann zieht die Schicht heute zusammen, das Filet bratelt nicht regelmässig durch und sie bekommt nicht den goldigen Glanz. Und natürlich verformt sich alles. Ja, das kann es geben. Jetzt weiss ich, warum dem so ist. Wir sind so weit. Hast du mir bitte den Teller? Ja, kommt schon. Danke. Und wie ist das mit der Vanillebuttersauce? Ich habe den Weißwein reduziert. Zusammen mit Essig, Eschalotten und ein bisschen Fischfond. Dazu kommt etwas Rahm und Butter. Wenn man die Sauce mixt, so kommt es viel sämiger. Und sie hat mehr Konsistenz. Genau, sie ist besser gebunden und vollmundiger. Jetzt müssen wir noch schauen, ob die Filet durch sind. Es sollte so weit sein. Weißt du, wie man merkt, dass der Fisch durchgebraten ist? Das ist einfach. Das Fleisch muss sich von selbst von der Haut lesen. Einfacher geht's nicht. Voilà, gleichzeitig stelle ich die Tomaten bereit. Das ist für die Dekoration später. Jawohl, und die Soße geben wir in die Soßenschale? Ja, in eine kleine Soßenschale. Ich tue die Soße lieber getrennt auftischen. Sonst hat man schnell eine Art Fischsuppe. Voilà, so machen wir das. Jetzt gehe ich mein Filet reichen. Achtung, da müssen wir aufpassen. So. Und was tun wir neben der Tomate noch als Beilage auftischen? Warum nicht ein paar Zitronenschnitzen? Wie meistens beim Fisch, das passt gut. Richtig. Und die Tomate tun wir direkt auf die Zitronenschnitzen. Also. Und schon können wir unser Gericht präsentieren. Es braucht noch einen kleinen Vanillestängel und ein bisschen flaches Peterli. Bei dir gibt es immer etwas Grieß. Ja, und fertig ist das Ganze. Merci vielmals. Wer das Rezept ganz genau will studieren, kann das auf der Internetseite www.migrovallis.ch machen. Merci für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.